Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Muss ich doch kurz nachdenken, wie das Spiel nochmal heißt. Gibt's ja gar nicht. Also, wir lassen auf jeden Fall schnell weiterlaufen. Wir möchten neue Häuser haben. Da oben der Hausblock soll fertig werden. Hier unten kommt noch eine Farm hin. Ich habe eine Idee, wie wir es am sinnvollsten bauen. Ich reiße erstmal diese Straße ab. So. Dann, was ist denn da los? Ah ja, die haben jetzt keine Straße mehr. Jetzt sind die gleich... Ja, dann schmeißen wir sie auch raus. Komm. So, also. Dann werden wir hier ein neues Bauernhaus bauen. Und zwar genau da, wo die Stelle oder der Boden ein bisschen dürr ist. Bauernhaus, Bauernhaus. So. Dann schmeißen wir die Biber. Wir kriegen jetzt gleich während der Dürre nicht so viel Holz. Also auch nicht so viele Häuser fertig. Das heißt, wir sollten eben warten, dass das hier noch einigermaßen abläuft. Und wir müssen diese Sammlerfahne, die werden wir nach hier oben holen. Dann haben wir hier drei Sammler, weil das macht dann hier unten keinen Sinn mehr. Da können wir später auch Felder anlegen, eventuell. Diese Anbaufläche so groß, wie sie jetzt, ich schätze, ich hoffe, dass die Bäume da auch besser drauf wachsen jetzt als so auf dem natürlichen Boden. Es ist ja schließlich eine bewirtschaftete Fläche. Also die Hoffnung habe ich schon, dass das auch was bringt. Das Bauernhaus kommt ganz am Ende. Wir brauchen jetzt wirklich erstmal die Häuser. Oh, das sieht gut aus. Da sind schon... In einem Haus sind Baumstämme, in den anderen noch gar nicht. Okay. Das wird knapp. Biber sind glücklicher als je zuvor. Wir haben jetzt Zufriedenheitsstufe 5 erreicht. Ja, die kriegen überhaupt gar keine Holzscheite mehr, weil alles jetzt in den Bau geht, was auch richtig so ist. Und da hat die Dürre begonnen und es wird gleich kahl. Da geht's schon los. Ja, so ist das. Hier dauert es ein bisschen länger, aber auch dieser große See leert sich gleich. Das haben wir schon gesehen gerade. Und mit gerade meine ich die letzte Folge, denn wir haben ja gerade eine neue Folge angefangen. Okay, gut. So, diesmal geht uns aber nicht das Wasser aus. Wohl aber die Bäume, denn jetzt kommen keine neuen Bäume mehr. Das ist natürlich schon... Das Spiel zwingt einen auf diese Weise, ja, Pause zu machen. Das ist ein bisschen doof. Ne? Weil ohne Holz jetzt kannst du nicht weitermachen. Beziehungsweise können wir eine Leiter da hochbauen. Pfade. Die Holztreppe kostet 70. So. Kostet. Ah, die kosten Planken und die haben wir nicht. Doch, wir haben ein paar Planken. Das ist gut, aber wir haben halt keine Holzscheite. Aber egal, die Treppen kriegen die höchste Priorität. Die Planken sind schon angeliefert bei beiden. Was interessant ist, können die da etwa auch ohne Leitern hoch? Hier sind doch keine Rampen. Da ist eine natürliche Rampe. Okay. Ja, weil in dem Fall, ach, das habe ich nicht gesehen. In dem Fall brauchen wir hier nur Bäume fällen. Und dann nehmen wir hier das Totholz, was sowieso schon nicht... Ah, da kommen wir nicht dran, oder? Doch, kommt man dran. Natürlich kommt man da dran. So.
hinfort damit. Und genauso das hier alles. Können wir alles fällen. Wobei, da oben kommen die nicht hin. Da gibt es keine Rampe hin. Aber hier müssten sie hinkommen. So, jetzt haben sie alle Hunger. Und es ist auch schon einer gestorben. Also Wasser mache ich mir keine Sorgen, aber jetzt sterben sie alle, weil sie Hunger haben. Ernsthaft. Das kann's doch nicht sein, oder? Das kann's doch nicht sein. 1,3 Tage noch. So, wir haben 16, wir hatten 17. Wir haben jetzt 16 Tiere. Und wenn die hier gleich alle jetzt sterben, wegen Nahrungsmangel, Noch 12 Tiere, noch 0,8 Tage. Ja, kannst du dir ausmalen, dass die alle sterben werden, weil bis das hier wieder wächst, weil sind da Beeren dran? Da sind Beeren dran. Noch 7 Tiere. Ja, okay, Leute. Ich denke, ich mache jetzt noch einen Versuch. Das, was ich vorhatte, hat leider nicht geklappt so. Also, nochmal. Eieieiei. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass ich ein Spiel in den ersten Folgen so oft neu gestartet habe, das ist schon eine kleine Premiere. Ärgert mich tatsächlich aber auch ein bisschen. Okay. Genau, die Sammlerfahne fehlt noch. Hm,
ich bin jetzt ein bisschen ruhig, ne? Weil, wie gesagt, ich habe da. Ich will nicht sagen, ich habe den Kaffee auf, aber das ist halt einfach frustrierend und ich bin überzeugt davon, dass ich es jetzt hinkriege. Ich finde nur, dass das Spiel einen nicht gut vorbereitet auf das, was kommt. Und ich mag Spiele Learning by Doing, aber dass man dann so hart auf die Nase fällt, ist dann nicht so nett, muss man einfach sagen. Das muss man einfach sagen dürfen. So, Nutzpflanzen, Karotte. Genau, der Holzscheitstapel. Und das kleine Lagerhaus. Genau, das wollte ich eigentlich dahin machen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht vorarbeiten sollte. Nein, da muss ja der Weg hin. So. Okay, wie sieht's aus? 19, 21, ja. Kann sich sehen lassen. Das kleine Lagerhaus müssen wir, glaube ich, ein bisschen priorisieren, weil sonst kriegen wir hier das Ende vom Tutorial nicht. Obwohl, vielleicht ist es ja auch so, dass die Dürre erst getriggert wird oder dass das erst anfängt mit der Dürre, wenn wir das Tutorial fertig haben. Also wäre dann ja jetzt die Frage, ne, ob man den Schritt einfach noch ein bisschen aufschiebt. Nee, aber das machen wir jetzt nicht. Also so nötig haben wir es dann nicht. Ernsthaft. Jetzt ist da der eine Baum im Weg. Ah, und den kriege ich nicht weg. Doch, kriege ich wohl. So. Schwupp. Ist das jetzt leergeräumt? Jawohl, dann kommt das auch weg. Und wir reißen auch den Weg da komplett ab. So. Okay. So machen wir das. Wir könnten diese Barriere abreißen. Dann hätten wir hier noch ein bisschen mehr fruchtbare Erde, glaube ich. Ich mache das mal. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Und dann kann jetzt das zweite Bauernhaus. Obwohl, die haben bis jetzt alles geschafft hier, ne?
Ist aber halt die Frage, ob die die Ernte auch komplett schaffen. Und da habe ich so meine Zweifel. Ja, mal abwarten. So, jetzt haben wir hier auch Wasser drin. Und da, schaut mal, ist alles grün geworden. Das ist toll. Jetzt frage ich mich gerade, können wir da auch das Wasserkraftwerk reinbauen? Das Wasserrad? Das würde gehen. Ist eigentlich ein cooler Standort dafür, ne? Ich warte aber diesmal mit dem Wasserrad auf jeden Fall. So, Tutorial geschlossen. Das hätten wir dann erledigt. Jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir noch mehr Wasser kriegen. Ich denke, dass 4 Bottiche reichen. Und genug Nahrung halt immer haben. Und das ist jetzt die Frage, reicht das so oder reicht das nicht? Das ist die Frage. Könnten ja auch hier jetzt Karotten anpflanzen. Einfach so. Und dann kommen die und machen das auch. So, und dann bauen wir da oben jetzt unsere ersten Häuschen hin. Okay, ich denke, damit müssten wir eigentlich klarkommen. Weil jetzt haben wir wirklich viele Karotten, viel mehr als vorhin. Ich bin geneigt, das sogar noch ein bisschen zu erhöhen. Da sind die ersten reif. Da kann geerntet werden. Und wir haben 4 Bottiche Wasser und ich denke, 4 reichen. Wir hatten 5 beim letzten Mal. Aber das Wasser war dann halt auch nicht mehr das Problem. So. Jetzt brauchen wir halt den ich hab vergessen. Ich wollte eigentlich den Erfinder relativ schnell gebaut haben. Nicht dran gedacht. Den Erfinder auch höher priorisieren als die Häuser. Wie groß ist der Distrikt? Ja, der Distrikt geht halt auch nur in diesen Bereich. Es kann sein, dass, obwohl hier wird ja auch abgebaut, ne? Also die Beeren von diesen Büschen werden abgebaut. Das heißt, wenn wir dieses Holz markieren, dann müsste es eigentlich auch gefällt werden. Und das werden wir jetzt testen. Was die alle markieren hier. Zur Not können wir ja hier auch noch eine neue Holzfällerhütte hinbauen. Also so einen Sammlerposten. Ich mach das mal, komm.
Jetzt macht das keiner. Wir haben alle was anderes zu tun, wie es aussieht. Okay, dann gucken wir uns das einfach in der nächsten Folge an. Ich denke aber, wir sind gut aufgestellt. Wie gesagt, toi, toi, toi. Ihr drückt die Daumen, ich drück die Daumen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.